Bam, die dicke Kuh lebt. Bam. Bam. Ja, die dicke Kuh ist ein bisschen höher. Ja. Wir haben sie aus dem Winterschlaf herausgeholt, aus Gebäude 2. Die roch ja schon förmlich nach Burger, ja, weil das Auto echt viel steht. Ja, leider ja. Leider ja. Jetzt haben wir uns überlegt, haben ja auch viele verlangt, dass wir mit diesem Auto auf der Lassisee fahren. Machen wir jetzt. Wir fahren mit dem Auto und wollen gucken, was für Rundenzeiten es schafft. Jetzt natürlich wie folgt. Leistungssetup ist jetzt so um die 950, 900 PS. Wir haben Ölwechsel gemacht, wir haben Getriebeöl gewechselt, dass die Kuh einfach mal so ein bisschen, ich nenne sie liebevoll Kuh. Mau, mau, mau. Dass sie einfach so ein bisschen zurück ins Leben kommt. Und Bremse haben wir auch geguckt, alles, dass wir uns jetzt hier nicht aufs Maul legen. Weil wenn so ein Auto lange steht, ist das halt echt ein großes Risiko. Genau, das müsste aber soweit eigentlich alles stimmen und passen. Jetzt ist der Faktor Alter der Reifen zum Beispiel. Mhm. Die Reifen sind 45 Kalenderwoche 2012. Ach ja, super. Die sind also eigentlich, das ist knackefrisch. Schön extra hart. Ja, so fühlen sie sich auch an. Die sind halt sehr, sehr, sehr alte Reifen. Und das ist in Verbindung mit der Leistung natürlich keine gute Kombination. Vor allen Dingen nicht mit dem Allradantrieb. Jetzt ist natürlich ein Vorteil, den das Auto hat. Das hat man nie so wirklich gesehen. Und die Videos sind ja auch schon etwas älter. Wir fahren vorne breite Kotflügel mit der breiten Vorderachse. Was so ein GTR an sich gut tut. Ich bin nämlich mit dem neuen GTR schon hier gefahren. Und der hatte wirklich auf dem Borsigplatz so hier und da seine Problemchen. Ich glaube, das wird mit ihm einen Tick besser gehen. Wir fahren 2,75 nämlich auf der Vorderachse mit einer relativ breiten Felge. Vorne sind die Reifen aber genauso alt wie hinten. Auto ist natürlich ein Tick leichter wegen den Sitzen, weil Sitze machen beim GTR echt eine Menge aus. Dann motormäßig ist er ja, wie ihr wisst, fit. Wir haben ein bisschen hochgeschraubt wegen der Kurve, wenn man aus der Forellengasse rauskommt. Wenn du das mit voller Tiefe fährst. Nee, das stimmt. Ja. Nein, aua. Dann wäre kaputt. Wie bei Jonas zum Beispiel, der hat auch aufgesetzt, ne? Ja, als er noch tiefer war. Also noch tiefer. Jedes Jahr und noch. Genau. So sieht der Kollege aus. Ihm geht's gut. Und ich hätte erst so ein bisschen Schiss. Ich hatte so diese Sorge, wenn so ein Kindchen länger steht, dass du so denkst, der geht jetzt kaputt vom Stehen und sowas. Nö, ich denke, dem geht's eigentlich leistungsmäßig noch ganz gut. Und wir können uns überlegen, wenn die Zeit passt oder wenn er so fährt, vielleicht machen wir ja, weil vielleicht lebt das Projekt ja nochmal neu auf irgendwann. Dass wir damit was neu machen. Also ich würde sagen, wir fahren jetzt mal eine Runde los und gucken uns das Ganze an. Was schätzt du? Hast du eine Zahl im Kopf? Unter einer Minute. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Ich weiß nur, wie weit. Zeit im Kopf? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Das ist echt schwierig. Ist echt schwierig. Ja. Aber ich sag mal, was schätzt du denn? 57? Sowas? Vielleicht schneller? Ich weiß nicht. Die Frage ist Reifen, ne? Was macht der jetzt? Ja, weil die ganze Leistung bringt, das ist ja immer, was ich auch sage in den Dunlop-Videos, wenn der Reifen nichts kann, da bringt dir die ganze Leistung auch nichts. Und eine Kurvenfahrt schon mal gar nichts. Nee, richtig. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es ist ja schon eins der Autos, allgemein der GTR. Letztens war ich kurz davor, ihn zu verkaufen. Da habe ich gesagt, no! Und der Jonas war wirklich der Grund, warum er nicht verkauft wurde, wirklich. Weil er mich anguckte mit einem echten Gesichtsausdruck. Weil die meisten Leute, den sage ich ja verkaufen, dann sagen die, nein, kannst du doch nicht machen. Weil die denken, ja, der Jumper kackt Geld, ne, kannst du nicht machen. Und bei Jonas war der Gesichtsausdruck aber anders. Jonas guckte mich an nach dem Motto so, und das habe ich mir abgekauft. Das war ja so gemeint. Das war ja. Und da habe ich mir gedacht, nee, kannst du wirklich nicht bringen. Also, die Frage ist jetzt wirklich, wenn wir gefahren sind, wie es uns gefällt, vielleicht machen wir auch irgendwas Verrücktes mit dem Ding. Es gibt ja die verschiedensten, wildesten Ideen. Wir fahren los. Ciao. First time for me, ne? Ja? Ja. Okay. Das war nicht trainiert. Wir haben ja gerade eine Runde gequatscht. Und das Ding ist, dass ich erstmal das Auto aus Winterschlaf erwachen lassen. Yeah. Race Navigator geht gerade an. Und was ich ja auch vorhin erwähnt habe, ist, die Reifen sind echt ultra, ultra alt. Das wird, glaube ich, dafür sorgen, dass die Leistung in Kombination kaum beherrschbar sein wird. Dann Temperaturen erstmal reinkriegen. Also ich bin jetzt gerade schon mal eine Runde gefahren, da habe ich es auch in den Reifen gemerkt. Wir haben jetzt schon Temperatur drin. Und der Movo ist ja auch noch nie mitgefahren. Nein. Genau. Hast du gedacht, ich hab Gas gegeben? Nee, aber ich kann mir ahnen, was passiert gleich, wenn du Gas gibst. Okay, gut. Ach du Scheiße. Und pass auf, wenn ich jetzt hier Gas gebe, dann geht auch so ein GTR ganz schön quer. Und die Kraft ist natürlich echt geil, ne? Also Drehmoment, Drehmoment, Drehmoment. Aber, guck mal hier.
merkst du, und wir fahren ja die breite Vorderachse. Wir fahren ja die großen Räder vorne. Also 1 Zoll breiter als normal geht. Und das ist natürlich auch ein ganzes Wort mit dem breiten Reifen vorne. Ei. Finde ich gar nicht. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Keine zu viel Leistung? Ich habe nicht einmal gesehen, dass du im Gang ausgefahren bist. Natürlich nicht. Aber das werde ich gleich probieren, wenn ich kein Movo kaputt mache auf dem Beifahrersitz. So, ich fahre mal zurück und dann fahren wir mal, ja? Sondern wegen Reifen. Waren 54,5 oder sowas. Boah. Das ist eigentlich schon eine ganz gute Zeit. Das Auto hat keinen Grip. Kein. Du bist die ganze Zeit am Dosieren. Boah. Die Reifen sind halt komplett alt, wie wir wissen. Also mit neuen Reifen macht es auf jeden Fall mehr Laune. Die Leistung ist okay.
Nee, ist sie nicht. Doch, ist sie doch. Also die Gerade ist gar nicht so kurz, wie man denkt. Wenn man die runterknallt, brauchst du schon die Leistung. Die brauchst du ehrlich, also es ist halt ja, schneller vorbei. Als krass. Das merkt man direkt, wie schnell du weg bist. Ja, genau, ich merk's auch. Boah, ich muss schon bremsen. Ja. Ne? 54 Sekunden. Oh, Alter. Ja. Krass. World Record. Bis jetzt. Ja. Ja, ich muss das erstmal im Revue passieren lassen gerade. Ich würde sagen, wir stellen ihn nochmal rein und reden nochmal zum Schluss. Okay. Spring mal eben rein, ich muss eine Runde runterkommen. Ich habe ein paar Mal gemacht und so. Hallo, hallo. Oh, hallo. Ja, zurück. Ja. Es steht hier, halt, nichts ist kaputt, das ist schon mal viel wert. Mhm. 54 Sekunden, was ja schon mal sportlich ist. Ein guter Benchmark jetzt. Finde ich auch, es ist schnellste Zeit bis jetzt auf der Strecke. Mhm. Die Zeit zu schlagen ist nicht einfach. Sag ich auch. Also ich weiß natürlich ein, zwei Autos, die in der Lage sind, das zu machen. Aber das ist schon mal, finde ich, eine ganz gute Zeit. Vor allen Dingen mit dem Traktionslevel, was so ist, was ja echt scheiße ist, muss man echt sagen, ist es schon mal echt ganz gut. Wenn man dann überlegt, Autos mit Traktion, da geht ja aber zeitmäßig richtig der Rock ab. So. Ich wüsste da auch eins. Ja, ich auch. Ich könnte ja mal runterschreiben, was ihr denkt, was das ist. Von unseren Autos. Also das ist echt krass. Also nicht GT2S, hab keinen. Die Zeit ist gut. Die Reifen sind Abfuck. Das hat echt genervt. Motor lief okay, wirklich, muss ich sagen. Aber der Start war trotzdem relativ in Ordnung, oder? Für die Reifen drin? Ich habe aber auch nicht Vollgas gegeben. Ja, okay. Ich habe kaum Vollgas gegeben. Okay. Von außen sah es halt jetzt so aus, deswegen habe ich gedacht, das ist gut. Nee, aber ich habe kaum Vollgas gegeben, einfach aus Schiss auch. Also nicht Schiss, weil die nächste Kurve kommt und dann willst du ja auch nicht ja voll reinhacken und sowas. Also das ist echt, echt problematisch. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit dem Auto? Wir könnten zum Beispiel, eine Idee ist, wir könnten umbauen, das haben wir ja bei Elf gesehen, auf Luftfahrwerk. Und ja, einfach mal gucken, wie fährt das? Was kann er durch besser, was kann er durch schlechter? Das können wir zum Beispiel testen. Wir bauen ihn auf Luft um. Wir haben ja normal mit einem normalen Fahrwerk. Also einfach mal gucken, ist das Auto dann vom Fahrwerk her besser, schlechter oder gleich gut? Das wäre zum Beispiel ein Vergleich. Also auch mit den alten Reifen. Wir können, ich sag's einfach nur, obwohl das Auto ja eigentlich einen symbolischen Pokalcharakter hat. Wir könnten Rocket Bunny machen. Aber ich finde es am coolsten, wenn wir das allererste Design drauf machen, was drauf war. Ich weiß. Mit ADV1-Rädern und so. Wo du das gesagt hast. Und dann stellen wir ihn einfach dahin. Ja. Und dann steht er da. Und dann bleibt er für immer bestehen. Ja, jetzt wo ich gerade gefahren bin, das ist natürlich schon ein geiles Auto, ne? Ja, das kommt dazu, ja. Den einfach so stehen, das ist nämlich auch doof. Also ja, man kann ja ab und zu nochmal Knallgas geben, aber zumindest das ist die Optik. Wie bei dem ersten Video, weißt du noch? Mhm. Das hast du ja noch selber noch geschnitten. Mhm. Nämlich genau das hier. Ja, das kannst du gar nicht reinstellen, weil die Musik, Musik nicht mehr erlaubt ist. Okay, dann dürfen wir es doch nicht mehr. Haha. Wir haben jetzt irgendwas anderes runtergelegt. Was würdest du denn machen mit dem Ding? Wie gesagt, ich würde das alte Design drauf machen. Wirklich? Ja, ehrlich. Ich finde das richtig cool. Also so als symbolischen Wert, weißt du? Also die meisten Zuschauer können sich gar nicht daran erinnern. Deswegen zeigen wir es jetzt. Da hatten wir 20.000 Abonnenten. Ja, ist nicht schlimm. Das ist nicht so cool. Die alten Hasen? Das ist nicht so cool. Die alten? Nee, es geht ja nicht ums Aussehen, es geht ja um den Prestige. Okay. Ja, findest du nicht? Ja, schon. Wie so ein aber Künstler, der seine erste Schallplatte rausgebracht hat. So. Ja, ich weiß, was du meinst. Der hängt sie auch an der Wand und lässt sie so. Aber irgendwie ist es auch ein sehr, sehr geiles Auto. Man kann ja auch irgendwas Aktives noch mitmachen. Weil Rocket Bunny finde ich schon geil. Ja, der alte Design mit Rocket Bunny. Mofo steht hinter der Kamera so. Auf jeden Fall. Oh, das ist richtig guter Shit, Alter. Oder Mint fand ich gut, oder? Ja, wenn wir gekauft hätten, hätten wir auch Rocket Bunny gemacht, oder? Ja, ist so, ja. Ja, meiner ist ja noch bestellt, aber noch. Der von Lobby, weil der klebt irgendwo im Tunnel, glaube ich. 36, glaube ich. Bei Forza Motorsport macht der Rocket Bunny. Oder? Ja, da auch. Eine Sache muss ich selbst mir zugestehen. Mir gefällt das Design nicht mehr. Wenn ich Bilder sehe von den Boost Wars, kriegt der mich mehr. Der ich fand den geil, wie du den damals hattest mit dem Mint. Ja, war auch geil. Und es war wirklich der Zeit voraus, weil alle das scheiße fanden. Jetzt ist Mint total cool. Ja, jetzt schon fast wieder. Schon fast wieder Doppel-Out innen schon wieder gewesen. Ja. Aber nee, also bei dem Video jetzt schreibt mal wirklich drunter, was ihr denkt, was man tun sollte. Und dann lese ich mir das durch und dann gucken wir mal. Weil dieses Auto ist wirklich da. Das ist abgeschrieben. Weißt du, das ist. It is what it is.
Nebenbei, der Aufkleber hier, den habe ich in der ersten Woche des Besitzes des Autos drauf gemacht. Geil. Krass, ne? Ja. Und ich finde es auch schön, dass wir wirklich all die Autos, die ihr euch wünscht und sowas, dass wir die wirklich wieder hervorholen. Das heißt, wir erfüllen unsere Pflicht. Richtig. Vielleicht wieder der ab demnächst, ne? Ja, ich hab's verkackt. Ich bin gerade so cool rausgegangen, hab gedacht, abfährt und so. Aber dabei springen wir noch ins Büro. Richtig. Ja, Moment. So, da sind wir jetzt zurück in Gebäude Nummer 2 mit einer Rekordzeit. 54,5 Sekunden ist der GTR gefahren. Somit ist er momentan mit Abstand das schnellste Auto bei uns auf der Strecke. Wie wir sehen können, fühlt sich es auch langsam so ein bisschen. Mhm. Wir sind jetzt schon videotechnisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Runden gefahren auf der Lausitzsee. Oder 8 mal einzelne Events quasi für uns. 54,5 Sekunden mit einem sehr alten Reifen und sehr, sehr, sehr viel Power. Ist die Frage, ob das wirklich... Er hätte deutlich schneller sein können mit dem richtigen Reifen, auf jeden Fall, weil da sind mehrere Ecken bei, wo du einfach nicht rauskommst mit dem Eimer. Aber ich finde 54,5 ist auch schon alles andere als langsam. Ja, definitiv. Ja. Das stimmt. Der wird da in dem Bereich schon länger bleiben, kann ich mir schon vorstellen. Das ist schon jetzt nicht langsam. Ein Auto, was ihr noch nicht kennt und ein Auto, was wir haben, wird das schlagen. Ne? Würdest du auch sagen? Würde ich auch sagen, ja. Ja. Die beiden kommen noch. Ich ärgere euch, ne? Tschüss.